Hallo allerseits, hier ist wieder mal euer TTB und ihr schaut gerade eben TGN. So Leute, die 7000 Stufen nach Hoch Hrothgar werden wir jetzt gleich mal hochlatschen. Aber zuallererst, ich habe da hinten einen Bären gesehen und ja, diese Bärenmarke gibt es ganz sicher keine Milch. Hallo Bärchen, magst du knuddeln? Oh ja, der will wirklich knuddeln. Oh, der macht sogar Schaden. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Der Junge macht wirklich keinen Spaß. Eins auf die Mütze und zack. Ja, mach mal Pause hier, du komischer Bär. Ich will doch nur dein Fell haben. Okay, soweit so gut. Hier liegt noch eine Leiche rum, die gerade angeknabbert wurde. Wahrscheinlich, weil er Bier dabei hatte. So, der Rest gehört einfach mal mir, hätte ich gesagt. Was zum Henker Fledermäuse? Ha, da ist noch so ein komischer Jäger. Ah, der hat sogar einen Mammutstoßzahn dabei. Der ist sogar was wert. Ein bisschen Wildbret. Okay, das nehme ich doch alles mal mit. Schauen wir doch mal, was der Bär in seiner Höhle gelassen hat für uns. Aber zuerst gibt's die geballte Ladung Heilpower. Hui. Okay, die Kieferspitzenhöhle. Direkt beim Aufstieg nach Hoch Hrothgar. Und was finden wir hier oben? Eine Höhle. Eine Höhle in höhlenartigem Zustand mit einem Bären. Tja, da will uns wohl jemand wieder mal einen Bären auffinden. Geh mal den Bären mal kräftig auf die Mütze. Aua, der geht mir kräftig auf die Mütze. Was zum Henker? Der Bär ist ausgewichen. Hallo? Bär? Was zum Henker? Hi. Wie geht's dir so da oben? Kann ich den von hier aus in die Pfote schießen? Nein, kann ich nicht. Oh, da ist der Bär wieder. So, jetzt aber mal kräftig auf die Mütze her. Du hörst gefälligst auf mich anzuspringen das nächste Mal. Was soll denn sowas? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, wir sind gefressen worden. Nein, wir haben den Bär gekillt. Okay, sehr schön. Dachte schon. Puh. Ah. Okay, der Junge ist platt. Dann können wir noch mal gucken, was wir hier Schönes finden. Und zwar finden wir eine Erzader. Korundum-Erz. I am a dwarf and I'm digging a hole. Dann harvesten wir noch mal das ganze Erz hier. Komm her, gib mir das Erz her, verdammte Axt. So, ich glaube, ich sollte die Hörner an meinem Helm abmontieren, die stören irgendwie so ein bisschen beim Schürfen. Aber es sieht schon so schön aus, hier ist ein bisschen blutiges Zeug am Boden, da ist noch ein Geldbeutel und ein Heiltrank. Das Schmieden schwere Rüstungen. Ah, ein Buch, sehr schön, und ein Level Up. So muss das. Gold, einen Goldbarren und einen starken Ausdauertrank. Das ist das Hell von hier oben, das ist ja erschreckend. Okay, da freue ich mich doch, das nehme ich alles mit. Dann holen wir uns mal unser Level Up. Ich hätte gerne ein bisschen Gesundheit. Achi. Okay. So, dann bewegen wir uns mal den Berg hinauf. Die 7000 Stufen nach Hoch Hrothgar. In der Episode werde ich mal das machen, was ich sonst nicht mache. Ich werde mal ein bisschen die Klappe halten, denn dieser Weg ist eigentlich eine Art Pilgerreise. Deswegen werde ich nur das Nötigste labern. Mal schauen, wie das so bei euch ankommt. So. Da haben wir unsere erste Steintafel. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Fuß! Vor Spinne. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hoch Hrothgar emporsteigt. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich im Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme.
los! Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Krain wandte sich an Patronax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg, Drache gegen Zunge. Fuß!
Fuß! Mach mal Pause! Die Menschen siegten, sie schrien Alduin aus der Welt, und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Sie gründen das Erste Reich mit Schwert und Stimme, und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Jürgen Windrufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Jürgen Windrufer entstiehlt sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrofka gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Die Stimme bedeutet Verehrung. Folge dem inneren Weg, sprich nur in wahrer Not. Was für eine Aussicht. Das da unten, meine Freunde. Das da unten ist die Stadt, wo wir herkamen. Das ist Weißlauf. So weit weg. So weit sind wir jetzt gekommen. Eine Pilgerreise diesen Berg hinauf. Wenig Kämpfe. Einen richtig heftigen. Der Frosttor gerade eben war ziemlich krass. Aber jetzt sind wir hier oben am Ende unserer Pilgerreise angekommen. Und in der nächsten Episode, wenn ich gerade nicht dabei bin, den Graubärten ihre Sachen zu klauen, so wie hier, dann werden wir uns mal dran wagen und sehen, was die Graubärte denn eigentlich von mir wollen. Bis dahin werde ich jetzt dann auch wieder meine Stimme wieder verändern. Der freundliche Pilger TTB, der geht jetzt nach Hause und TTB ist wieder da. Ah, dieser Scheiß-Troll, der macht mal Pause hier. So, ich bin wieder zurück. So, Schluss mit Pilgern, Schluss mit Gewäsch. Jetzt gibt's auf die Mütze. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Winke, winke.